Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Vor einigen Wochen hatte ich euch ja mal diese wasserdichten Behälter hier vorgestellt, beziehungsweise hatte die hier auch spaßeshalber mal gefüllt, um zu zeigen, was da alles hineinpasst. Zur Erinnerung, die Dose hatte einen Durchmesser von 30 mm bei einer Höhe von 70 mm, weil effektiv nutzbar war die Dose nur bis hier zu dem Bereich. Und da war ja unglaublich viel Zubehör drin. Ich selber war von dieser Dose so begeistert, dass ich gesucht habe, ob es irgendwo noch größere Behälter gibt. Und bin auch tatsächlich fündig geworden. Und zwar im Vergleich dazu diese Box hier. Ich tue die ganz kleinen mal weg. Jetzt seht ihr schon den Größenvergleich. Die hatte eine nutzbare Höhe von 70 mm, beziehungsweise vielleicht 80, weil ein bisschen kann man noch in den Deckel hineinpacken. Und hier haben wir eine Höhe von, jetzt nutzbar ungefähr 110 mm bei ebenfalls 30 mm Durchmesser. Das Coole war, die Dose gab es nicht nur einfach, sondern gleich im Doppelpack. Das heißt, die beide zusammen haben mich gekostet 6 Euro. Fand ich unschlagbar günstig. Ich habe für die drei Boxen hier 10 Euro gezahlt damals. Und die beiden habe ich über AliExpress gekauft für 6 Euro inklusive Versand. Also wirklich unschlagbar günstig. Auch hier, bei der schwarzen sieht man es schlecht, deswegen zeige ich das mal hier. Auch hier sind wieder schöne O-Ringe verbaut. Und ihr habt natürlich den Vorteil, das ist jetzt sehr laut, aber ihr könnt unten und schaut, wie schön das Gewinde läuft von den Teilen. Die sind also wirklich super verarbeitet. Ihr könnt unten und oben aufschrauben. Der ganze Raum ist komplett nutzbar. Hier ist das mit dem Deckel, was ich meinte. Man kann also ungefähr ja, so 15 mm noch in den Deckel hineingehen. Ich finde die wirklich toll. Das Ganze ist Aluminium, denke ich mal, weil es ist sehr, sehr leicht. Und auch hier habe ich mir natürlich den Spaß gegönnt und habe das Ganze mal befüllt. Hier außen den Klimbim. Ich habe jetzt einfach mal eine Monkeys Taschenlampe dran gemacht. Wer die nicht kennt, die wird tagsüber beim Wandern über Solar aufgeladen. Da ist natürlich nur ein Mini-Akku drin. Das heißt, die Lampe selber, die hat jetzt keine große Leuchtkraft. Aber das Coole ist, es ist eine Kurbel dran und wenn man dann kurbelt, wird die konsequent aufgeladen. Das ist natürlich super geil. Dann habe ich hier noch dran eine Signalpfeife. Ich hätte gerne eine Signalpfeife hier reingepackt, aber ich habe tatsächlich keine, die winzig klein wäre. Deshalb habe ich die hier genommen. Die kam auch von AliExpress, 1,70 Euro. Da ist noch so ein kleiner Kompass drin, der nicht weiß, wo Norden ist. Deswegen, das ist halt eher Spielerei. Auf der Rückseite ist ein Thermometer, was jetzt gerade 27 Grad anzeigt. Das würde sogar passen. Und dann ist hier noch so eine Lupe drin, die aber eher, naja, ich sag mal so, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Also das ist jetzt kein Vergleich zu der Lupe, die beispielsweise bei der Swisscard von Victorinox drin ist. Aber wie gesagt, mir ging es da in erster Linie nur um diese Signalpfeife. Ich mache dieses Gebimsel hier mal schnell ab. Denn wir wollen uns ja um den Inhalt der Dose kümmern, beziehungsweise was denn jetzt hier reingepasst hat. Ich habe es vorhin schon gesagt, man kann es unten und oben aufschrauben. Wahrscheinlich, ah ja, sehr gut. Weil ich habe den Raum so gut genutzt, wie es mir irgendwie möglich war. Fangen wir mal an. Hier, das ist die Taschenlampe. Das ist die gleiche Taschenlampe, die auch schon bei der kleinen Dose mit drin war. Dann habe ich hier etwas Klebeband. Hier außen drum habe ich mir auch etwas Klebeband gemacht, damit ich halt nicht jedes Mal diese Dose ausräumen muss, um hier ranzukommen. Das ist aber natürlich wesentlich weniger als wie jetzt die Menge, die hier aufgerollt ist. Dann habe ich hier, jetzt wird es ein bisschen tricky, ein kleines Victorinox Classic. Das hat halt nur eine einfache Klinge, aber cool ist hierbei, dass Zahnstocher und Pinzette dabei sind.
Dann ist hier drin eine Nähnadel, wo bereits Garn aufgerollt ist. Das heißt, der Faden ist auch schon eingefädelt. Ich könnte also direkt aufrollen und anfangen loszunähen. Dann kleine Büroklammern bzw. Heftzwecken. Ich habe auch Büroklammern hier drin, die sind aber irgendwo vergraben. Dann ein kleines Stück Kienspan sowie der kleine Feuerstarter, also der Feuerstahl. Hier habe ich noch zwei Magnete die ganze Zeit in der Hand, die kommen natürlich auch noch dazu. Dann habe ich hier den Victorinox Kugelschreiber. Wirklich sehr praktisch, wenn man mal irgendwo Notizen machen möchte. Dann habe ich mir hier sicherheitshalber noch Streichhölzer reingepackt. So, der vierte noch. Wasserentkeimungstabletten, also Micropur Forte. Drei Stück an der Zahl. Dann habe ich hier dabei, jetzt muss ich das Ganze mal etwas so auskippen, zwei Schmerztabletten sind da drin. Zwei Durchfalltabletten sowie zwei Allergietabletten. Die zweite Durchfalltablette kommt gleich noch. Hier ist diese Büroklammer, die ich schon angesprochen hatte. Dann habe ich hier Angelzeug, das heißt Angelhaken, Köder, Bleigewichte, Wirbel. Jetzt, wenn ich jetzt so kippe, kommt nichts mehr raus. Das liegt einfach daran, weil das hier so reingestopft ist. Das heißt, ich muss jetzt mal schauen, wie ich da weiter dran komme. Hier kommen noch mehr Angelhaken raus. Hier habe ich noch ein etwas breiteres Pflaster. Die zweite Durchfalltablette, wo ich angesprochen hatte. Dann ein Ring, um beispielsweise zwei Schlüssel miteinander zu verbinden. Zwei Gummis, sei es um etwas zu verpacken. Oder, keine Ahnung, vielleicht will man sich auch eine Schleuder bauen. Dann habe ich hier noch 10 Euro in 2 Euro Münzen drin. Ich habe mir gedacht, Münzen sind wahrscheinlich besser als wie Papiergeld. Und auch jetzt kommt erstmal weiter nichts raus, weil das habe ich hier in den... So, da ist mir die Reibefläche für die Streichhölzer schon entgegengefallen. Jetzt habe ich hier noch etwas Watte als Zundmaterial und dazwischen versteckt sich eine Micro-SD-Karte. Da habe ich zum Beispiel meinen Personalausweis drauf, meine Zeugnisse, die ich habe, Heiratsurkunden, Taufurkunden, sowas alles, also alle Dokumente, die wichtig sind, habe ich einfach mal hier reingepackt, weil ich mir gedacht habe, im Notfall, sei es ein Hochwasser, sei es ein Feuer, sei es ein Chemieunfall, keine Ahnung, was alles passieren könnte, dann brauche ich mir nur diese kleine Dose zu greifen und habe aber dann neben den anderen Sachen, die dann vielleicht eine Nebenrolle spielen, aber ich habe auf jeden Fall alle Dokumente, die wichtig sind, auf dieser Karte dabei. Dann verbirgt sich hier ein zweites Wattepad, darunter ein kleineres Pflaster. So, schauen, dass da nicht direkt diese Klebefläche abgeht. Das Ganze ist natürlich so eine Origami-Falltechnik. Hier haben wir dann die Angelschnur. Das ist nicht viel. Vielleicht sind es so 1,50 Meter, 2 Meter in diesem Nähgarnverfahren aufgewickelt. Aber so nimmt es halt wenig Platz weg und es komplettiert halt dieses Set, was ich benötige zum Angeln. Ich hätte zwar hier noch Paracord dran und könnte mir da eine einzelne Sehne rausnehmen und auch damit angeln. Das Paracord hier, auch wenn das sehr wenig aussieht, sind tatsächlich 2x2 Meter. Und hier ist mir gerade schon der Draht rausgefallen, um beispielsweise etwas zu verbinden oder um sich eine Falle zu bauen. Und vor allen Dingen Aluminiumdraht, das heißt, der ist wunderbar zu biegen, ganz leicht, sehr gut zu verarbeiten. Wie gesagt, hier 2x2 Meter Paracord könnte ich auseinanderfädeln. Da sind dann 7 Sehnen drin, also hätte ich insgesamt 14, 28 Meter an Angelschnur dabei, wenn das hier nicht reichen sollte. Oder ich mir das hier nehme, um daraus Fallen zu bauen, weil das hat halt den Vorteil, es ist halt ja nicht durchsichtig, aber klarsichtig und fällt weniger an der Natur auf, als wie jetzt beispielsweise Neodymschnur oder die Nehmerschnur. Ja, und das war's. Das ist jetzt das neue Set, was ich mir zusammengestellt habe im Vergleich zu dem. Es ist einiges dazugekommen, wie beispielsweise die Streichhölzer, die ganzen Tabletten, das Geld
und noch einige andere Kleinigkeiten. Es passt also doch deutlich mehr in diese Behälter hier hinein. Und wenn man überlegt, zwei Stück für 6 Euro, beziehungsweise einer dann halt 3 Euro, der Preis ist einfach lächerlich. Man bekommt es hinterhergeworfen. Und für die Verarbeitungsqualität irre geil. Es waren sogar noch zwei Dichtungsringe zum Ersatz drin. Für den Fall, dass mal irgendwo was kaputt geht, könnte man das nochmal austauschen. Und ganz wichtig ist natürlich, das soll halt nur ein kleiner, absoluter Nothelfer sein. Also um mal eben etwas Licht zu haben. Klar, ich hatte jetzt außen dran noch die Taschenlampe hier. Die wäre natürlich einfacher zu erreichen. Aber es schadet natürlich auch nicht, wenn man zwei Taschenlampen dabei hat. Gerade diese Redundanz, das heißt zwei Möglichkeiten zum Feuer machen oder eben zwei Möglichkeiten, um Licht zu machen, finde ich schon unheimlich wichtig, weil Licht ist in der Dunkelheit unabdingbar wichtig und Wärme bzw. Feuer ist ebenso wichtig. Wassereinkeimungstabletten, 3 Stück, ist jetzt keine große Menge, aber wie gesagt, es soll ja nur für den absoluten Notfall eine gute Zeit überbrücken. Es geht sich gar nicht darum, 3, 4, 5, 6 Tage damit zu überleben, sondern eine Notsituation gut zu bestehen. Beispielsweise, ich bin in den Bergen unterwegs, knicke da mit dem Fuß um in einer Gegend, wo halt nicht so viel Touristenverkehr ist, also Publikumsverkehr. Und da geht es gar nicht darum, dass ich da mich zurückschlage auf irgendeine Art und Weise, sondern einfach nur, dass ich die Zeit habe zu warten, bis das vielleicht der Rettungshubschrauber kommt oder überhaupt Menschen auf mich aufmerksam werden. Und da reichen 3 Wassereinkeimungstabletten locker aus, weil dann muss ich mich nur zum nächsten Fluss irgendwie schaffen. Und hier in den Bergen ist das Wasser fast so schon in Trinkwasserqualität. Aber dafür ist dieses Set gedacht. Und natürlich muss man dabei bedenken, man kann sich das Ganze natürlich ergänzen durch beispielsweise Victorinox Workchamp. Oder eben durch das Swiss-Tool. Dann hat man natürlich eine unheimlich bärenstarke Kombi. Natürlich könnte man auch von Gerber oder von Leatherman irgendwelche Tools verwenden. Man kann natürlich auch sagen, ich verzichte auf diese Mini-Taschenlampe bzw. diese beiden Taschenlampen und nehme dafür eine ordentliche Taschenlampe mit. Aber auch hier spielt dann wieder die Redundanz eine Rolle. Generell finde ich aber, das ist ein unheimlich starkes Set, denn ich habe ganz viele Möglichkeiten, mir Feuer zu machen. Sei es selbst mit dieser einfachen Lupe mit der Sonne, müsste man halt testen, ob das auch wirklich funktioniert. Aber ich hätte halt Streichhölzer dabei, ich hätte einen Zunderstahl, einen Feuerstahl mit dabei. Kleine Verletzungen könnte ich abdecken. Natürlich, wenn ich jetzt irgendwo hängen bleibe und reiße mir den halben Fuß ab, da helfen 2 Pflaster nichts aus. Aber das sind Situationen, die halt wirklich schon ins Extreme gehen. Wahrscheinlicher ist, dass ich auf dem Berg Kopfschmerzen bekomme oder dass ich irgendwie Durchfall bekomme, weil ich am Tag vorher vielleicht was Schlechtes gegessen habe, dass ich allergisch reagiere oder dass es tatsächlich plötzlich dunkel wird, ich davon überrascht werde, beim Abstieg vom Berg beispielsweise. Und ja, dann brauche ich nur etwas Licht, dann brauche ich keinen Strahler, der den ganzen Wald oder den ganzen Berg ausleuchten kann. Und dafür finde ich dieses Set ultra geil. Dazu kommt, das Ganze hat eine lächerlich geringe Größe. Die kann ich mir in meine Bauchtasche packen. Ich könnte es so in die Hosentasche packen, weil im Vergleich zum Swiss-Tool ist es unwesentlich größer und tatsächlich selbst im gefüllten Zustand leichter als wie das Swiss-Tool. Beim Workchamp ist es genauso. Also wie gesagt, von der Größe her finde ich das wirklich, wirklich gut. Natürlich könnt ihr auch reinpacken, was für euch wichtig ist. Ich finde halt wichtig, dass man halt etwas Geld dabei hat für den Fall, dass einem das Geld ausgeht oder dass man schnell an der Alm irgendwo was trinken möchte und man hat vielleicht das Portemonnaie verloren, dass man auf solche kleinen Notsituationen reagieren kann. Mit der Speicherkarte, mit den Daten finde ich generell auch sehr sinnvoll. Würde ich euch auch empfehlen, dass ihr irgendwelche Backups macht. Natürlich könnt ihr auch die ganzen Dokumente einfach kopieren und dann beispielsweise in einem Bankschließfach unterbringen. Das wäre natürlich nochmal eine wahrscheinlich sogar bessere Lösung als wie das, wobei ihr dann aber darauf angewiesen seid, dass die Bank im Notfall dann auch geöffnet hat und wenn ihr die Dokumente braucht, hier hättet ihr die Daten direkt dabei. Wie gesagt, das ist jetzt mal die Vorstellung dieser etwas größeren, wasserdichten Dose. Ich weiß nicht, ob es sogar noch größere Dosen geben würde, wobei das Ganze dann aber schon ja, zu mächtig wird und es killt halt dieses Prinzip von
klein, handlich und immer dabei. Was sagt ihr zum Inhalt? Was würdet ihr noch dazu packen? Was würdet ihr weglassen? Was würdet ihr anders machen? Es würde mich wirklich sehr interessieren, da natürlich auch ich mich weiterentwickeln möchte. Und es kann natürlich sein, dass ihr viel bessere Möglichkeiten habt. Oder aber, dass ihr zum Beispiel sagt, man braucht auf jeden Fall irgendwas zum Desinfizieren, wenn man sich eine Blutwunde zugezogen hat. Das wäre natürlich noch eine coole Ergänzung, wenn man das in einen kleinen Behälter reinpacken könnte, um das hier reinzutun. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich würde mich darüber freuen. In dem Sinne, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Es kommen immer wieder solche ähnlichen Videos. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.